willkommen zurück zum Space Program Manager von Buzz Aldrin, damit wir auch alle Wörter irgendwie drin haben. Und wir wollten uns ja diese Mission jetzt anschauen und das machen wir natürlich auch gleich. Wobei es natürlich jetzt sehr gut sein kann, dass diese Mission ganz, ganz fatal in die Hose gehen wird. Weil wir ja da in der letzten Folge die, ja, die Koryphäen unserer Abteilung eingesetzt haben. Oder beziehungsweise sie so eingesetzt haben, dass sie natürlich ihre besten Stärken zeigen können. Und auch ihre besten Schwächen zeigen können. ja. Aber wir sind gespannt, was passiert. Wie das Ganze ausgeht. Die Rakete ist schön, fällt mir gerade auf. Die gefällt mir. So. Und soweit sind wir ja erstmal ganz gut dabei. Ich meine, von 12 Phasen sind wir jetzt knapp bei der Hälfte. Und ich will es nicht verschreien, aber ich finde, es läuft fast besser, als ich erwartet habe. Ich denke mal so ab 7, 8. Ich denke mal so bei 8 werden wir wahrscheinlich Probleme bekommen. Wobei ja an sich auch noch nichts blinkt. Und wo ist die Musik hin? Hallo? Ah, okay. Ja, aber wie gesagt, jetzt hier so fängt langsam das Blinken an. Ja, wobei man da nur doch, man kommt ja, besser durch als gedacht. Gerade, ich glaube, bei Inko und GNC war das, wo die sehr schlechten drin waren, oder? Oder was bei Flight? Und dafür, ja, schlagen die sich doch sehr gut, oder? Muss man schon was so sagen. So, Bergung auch erfolgt, ja. Was habe ich mir ein Drama gemacht vor den Missionen? Und siehe da, so einfach geht's. Wahrscheinlich, wenn ich es nochmal mache, geht's total in die Hose. Das Glück ist mit dem Dummen sozusagen. Das sollte man vielleicht nicht nochmal herausfordern. So, Astronauten sind zurückgekehrt. Witt wurden eingestellt. Okay. Die Amis haben nichts gemacht. Freut mich. Das heißt, wir können wieder ein bisschen loslegen. Oder zulegen. So. Washot. Achso, da war ja das Problem mit der Rakete. Da forschen wir noch. Kilogramm. Wie viel Prestige gibt es? 1400. Okay, Sojus. Noch in der Sojus. Im Sojus-Programm vielleicht noch weiter. 13 Leute. 4 Astronauten. Okay, dann setzen wir da aber schon bitte unsere besten Leute ein, weil. Das möchte ich nicht, dass das schief geht. Searchen. Flight. So, pass auf. FAO. Na, okay. A-Flight. Capcom. Mann, kriegen die alle Einzelbetreuung oder was? Das ist ja grauenvoll fast schon. Ja, Inko ist jetzt, da geht's langsam los, dass wir nicht ausreichend gute Leute haben. Aber ich meine, wenn wir es schaffen, dann sollte sie hoffentlich sehr, sehr gut leveln. Oder Erfahrung dazu bekommen sozusagen. So, bestätige die Auswahl. Wir brauchen, war denn nicht viel gestanden? Wir brauchen einen Kommandeur, wir brauchen einen Flugingenieur und wir brauchen einen wissenschaftlichen Ingenieur. Die brauchen trotzdem alle nur Führungsqualität. Das wundert mich ein bisschen, aber zum Glück haben wir da ja genug Leute da. Okay. Na, ich bin gespannt. Gibt 800. Nee. Aufschrift mit Diamond-Besatzung. Na gut, da kriegen wir jetzt schon einiges zusammen. Datum an das Ziel erreicht wurde 67, 3. Ah, da sind wir sogar ziemlich nah dran. Von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Jawohl, aktuelle Runde beenden und schaut es forschungstechnisch aus. Ja, den Raumanzug müssen wir auf jeden Fall noch laufen lassen. Die könnten wir langsam mal abbrechen. Ich denke, das machen wir dann auch, dass die Rakete ein bisschen schneller vorwärts geht. Oh, 5000 Prestige. Boah. Und da bin ich mal gespannt, was passiert. Das sind ja doch mal eine ganze Menge Leute, die da jetzt mitwirken. Für 12 Stages gerade mal. Aber halt sehr, sehr. Was heißt sehr, sehr viele? Ein Kosmonaut mehr als sonst. Ich weiß nicht, ob der das rechtfertigt, dass die ganzen Leute dabei sind. Aber na gut. Obwohl, wissenschaftliche Forschung macht man das drin, glaube ich, gar nicht. Weil, die alle Führungsqualität brauchen, ne?
ist tatsächlich einfach nur rumfliegen, so wie ich das sehe. So. Und da sitzen sie alle drin. Umreisen die Erde, den blauen Planeten. Und fliegen wieder zurück. Das kleine Ding da vorne, das, ich wette, wenn das eintritt, das bricht auch ab. So, war ja klar, dass was passieren musste. Die 16.000 gehen auf jeden Fall aus. Ich möchte die gerne alle drei wieder am Boden haben. Und es ist natürlich Inko. Ja, der ist die gute Frau einfach noch nicht gut genug dafür. Gut, das andere blinkt auch. Ich denke, das kriegen die hin, ja. Was auch immer Inko ist. Also ich kenne leider nicht alle Abkürzungen. Das ist mein Problem. Wenn ihr die kennt und wisst, dann schreibt mir die nochmal rein. Ich bild mich da gerne weiter. Würde mich mal echt interessieren, was das ganze Zeug ist. Ich könnte es natürlich auch nachlesen, aber ist natürlich schön, wenn ihr euch auch beteiligt. Ne? Augenzwinker. Genau. So, dann haben wir das alles geschafft. Und Maxim? Inko. 4,2% dazu. Sehr schön. Das ist ordentlich. Ja, dann auf zum nächsten Programm, hätte ich gesagt. Und zwar nochmal Soyuz. Boah, Soyuz gibt so viel Prestige, das ist der Wahnsinn. Unbemannter Raumflug. Nehmen wir auch wieder die Rakete. Da können wir wieder ein bisschen... was heißt ein bisschen? Da nehmen wir auf jeden Fall unsere besseren Leute. Weil das nämlich ordentlich Prestige kostet sonst. A-Flight... Genau, und Network. Network ist zwar wieder das Schlechteste, aber ich denke, wir kommen da trotzdem sehr gut durch. Haben wir noch ein Programm, was gerade geht? Suborbitaler Testflug. Moment. Da brauchen wir drei Kosmonauten für, das will ich gerade eigentlich nicht machen. Soyuz 7KL3. Unbemannter suborbitaler Testflug. Ja, das ist doch mal was, wo wir machen könnten. Boah, 100% auch nicht schlecht. Und zwar, aber da verlieren wir auch kaum Prestige, sehe ich gerade. Von daher ist es nicht schlimm, wenn wir da die schlechteren einsetzen. Gaido, Ecom. Ja, die schlechteren. Die auf jeden Fall hier um einiges schlechter sind. Und Netto. Oh je, also das ist mal richtig bitter. Ich glaube, das kostet richtig, richtig Geld. So, und dann wollte man noch die... was wollte man denn hier abbrechen? Abbrechen, abbrechen? Nein. Nein. 85%. Und wollten ja auf die Rakete noch Leute setzen. Ich hoffe, das sind jetzt auch als Raketenwissenschaftler. Haha, wahrscheinlich nicht. Naja, nicht so wirklich. So, dann haben wir immer noch Leute übrig. Wo verteilen wir die denn? Hier unten forscht doch irgendwo noch... Ja, nicht eine alleine, aber... Raumsonden ist nicht gerade so ihr Spezialgebiet, leider. Aber Raumschiffe, sehr schön. Das sollte doch jetzt was gehen, oder? So, beende die Runde. Jawohl. Schauen wir mal, was passiert. 8,5%. Das ist auf jeden Fall sehr schön, dass wir da vorwärts kommen. 72% wird auch bald nötig werden, schätze ich, dass wir die Raumanzüge haben. 80%, die Luna 15 ist auch schon mal sehr gut. Das heißt, wir könnten auch bald das Programm mal laufen lassen. So, 94% insgesamt. Das sollte funktionieren. 13 Stages. Einmal um die Erde rum. Und wieder zurück. Mal gucken, was passiert. So, und ich glaube, vor der nächsten Folge muss ich mir noch was zu trinken holen, weil ich nehme ja immer mehrere Folgen am Stück auf. Das ist für mich einfacher, dann das Ganze hochzuladen. Zwecks, ich muss das ja auch irgendwie mit meinem Privatleben verbinden können. Ich kann leider nicht immer aufnehmen. Ich versuche viel aufzunehmen.
Sieht man auch in den, naja, ich will jetzt nicht sagen vielen Projekten, die ich momentan laufen habe, aber es sind immerhin doch vier Let's Plays unterschiedlich, die auf meinem Kanal laufen aktuell. Auch irgendwie Zeichen oder einen Hut bringen, deswegen, ja, ich weiche vom Thema ab, schau das dich auch mal an, ne? Also die anderen Projekte. Ich nehme immer staffelweise auf, also mehrere Folgen am Stück, weil es für mich einfach ist, dann zum Rendern und hochladen. Und deswegen kann ich dann auch teilweise erst relativ spät auf Kommentare in den Videos reagieren. Deswegen, ich versuche dann zu antworten und zu schreiben, soweit es geht. Aber ist natürlich so, dass ich dann das Umsetzen erst machen kann, wenn ich das nächste Mal aufnehme. Deswegen, ich versuche das mitzunehmen. Ich notiere mir das dann auch, soweit es geht, wenn ich es nicht vergesse, mir zu notieren. Sollte mir eine Notiz machen, dass ich was notieren sollte. Dann versuche ich das natürlich alles mit einzubringen, wenn ihr da Tipps und Vorschläge habt. Natürlich müsst ihr die auch in die Kommentare reinschreiben, das ist klar, ne? Sonst ärgert ihr euch, dass ich was nicht mache oder dass ich was falsch mache und ich weiß gar nicht, dass ich euch ärgere. Hell sehen kann ich nicht, das funktioniert nicht. Und was man dann so nebenbei wieder feststellt ist, wenn man sinnfrei labert, funktioniert das Spiel. Es scheint das Spiel wirklich tatsächlich zu riechen. Wobei jetzt in der Mission, glaube ich, auch noch die besseren Leute von uns gesessen waren. Von daher wird es eigentlich in der nächsten interessant. Bis das sinnfreie Thema zum Labern ausgegangen. Ich hätte mir das aufsparen sollen. Verdammt, verdammt, verdammt. So, Erfolg. Jawohl, 1000 Prestigepunkte. Kann man gehen lassen. Also im Verhältnis zu dem, was wir schon hatten, ist das natürlich sehr, sehr wenig, aber wir haben auch schon genug bekommen. So, die Rakete hat nochmal 2,5% bekommen, dann sind wir dabei. Unglaublichen, weiß ich nicht. Die Leute haben sich auch nochmal sehr verbessert. Network auch sehr gut, ja. So. Und da wird es interessant. Also da haben wir einige Koryphäen drin sitzen, die überragend sind in ihren Fähigkeiten für den Posten, was sie machen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Ich bin also grundsätzlich über jedes Stage froh oder jeden Abschnitt, den wir wirklich schaffen, ohne Geld auszugeben. Weil das echt teuer wird mit der Zeit. Ich müsste auch mal, beziehungsweise auf unser Budget schauen, wie viel wir denn eigentlich noch haben. Ich bin mir da gerade nicht so wirklich sicher. Aber ich meine, wir machen ja pro Runde genug, deswegen sollte das eigentlich nicht das Problem sein. Aber wenn man da so hier 3x 60.000 ausgeben muss, ne, dann kann man sich schon relativ schnell in die Schulden reinreißen. Da kommen auch dann die Gehälter und so dazu und dann das Programm an sich zum Starten und Unterhaltskosten. Ne? Was ja lustig wäre, immer so eine amerikanische Raumsonde irgendwo im Hintergrund wäre. Das wäre cool. Oder Rakete. Aber das wird leider nicht gesehen. So, und da sind wir schon 20.000 für 76%. Das ist natürlich teuer und bitter. Ja, Gott sei Dank. In welcher Phase? 9? Da kommt noch einiges, ja. Da kommt noch einiges. Pluck. Warum auch immer der Hitzeschild jetzt abgeworfen wird, das würde mich mal interessieren. Eigentlich stört er doch nicht, wenn wir da... Oder sind da nochmal Bremsen dran, kann das sein? Bremstriebwerke vielleicht nochmal? Obwohl, wenn der Fallschirm schon offen ist? Nee, dann glaube ich weniger. Und die Frösche sind wieder aktiv. Ach, wie herrlich. Genau, so. Aber 7,3%, also das ist natürlich schon Wahnsinn. So, unbemannter suborbitaler Testflug abgeschlossen. Ziel erfüllt. Unbemannter. Okay. Die Amis tun wieder was. Was haben wir denn? Wir haben noch 42.000. Also das ist auf jeden Fall mehr als ausreichend vom Geld her. Also Verwaltung der Programme. Wo stehen wir denn da gerade? Was haben wir alles gemacht? Raumflug. Da müssen wir leider erst noch die Rakete dementsprechend erforschen. Das heißt, es geht nicht. Soyuz 7KL1, unbemannter Raumflug. Ja. Das können wir noch machen. Und zwar sollte ich vielleicht auch das Ganze starten. Das fällt mir gerade so auf.
Moment, habe ich jetzt das Richtige oder habe ich das Falsche? Na, genau, das hier wollte ich eigentlich. Plane die Mission. So. Da ist wieder ordentlich dabei. Weil ich jetzt, glaube ich, eine völlig andere Mission ausgewählt hatte, habe, als ich eigentlich wollte. Inko, okay. Procedures. FAO. Okay, was haben wir hier noch? Ja, wird wohl nichts anderes übrig bleiben, außer er. So. Genau, weil das in den unbemannten Testflug haben wir schon gemacht. 13 Leute, Wahnsinn. Haben wir noch irgendwas, wo wir 9 Leute nur für brauchen? Zirkumlares Sojus, na, auch 11 Leute. Luna 17. Achso, nee, da brauchen wir mehr dafür, das funktioniert so nicht. Aber wir können schon mal eine Rakete auswählen. Oh, schau, die kleine süße Rakete, die funktioniert dafür, sehr schön. Die kostet dann auch zum Glück nicht so viel zum Starten. Luna 15. Das wird wahrscheinlich trotzdem auch noch nicht wirklich, ja, hätte 80%, ne? Also so ist es ja nicht. Allerdings, jetzt ist die Frage, wie viele Leute brauchen wir? 5, glaube ich, ja bloß, ne? Sollen wir das mal riskieren mit 80%? Komm, wir probieren das mal. Dann hätten wir das nämlich auch gleich durchgeforscht. Und ein bisschen Forschung kriegen wir jetzt noch am runden Ende. Antrieb. Ja, das ist jetzt alles nicht so überragend, aber funktioniert vielleicht irgendwie gerade so, wenn wir Glück haben. So, und dann gucken wir uns mal an, ob das was wird. Die Rakete haben wir nochmal aus Dorf bekommen. Auf die Sonde auch nochmal 1,3%. Naja, okay, das ist besser als nichts. So, und los geht's. Das sollte ja normalerweise noch kein Problem für uns sein. Da sind ja unsere guten Leute wieder drin. So. Ja, und was hätte ich zu erzählen? Ich eigentlich habe gerade nichts zu erzählen. Mir fällt gerade nichts ein. Ich kann gerade nicht sinnfrei labern. Ja. Deswegen würde ich gesagt, genießt mal doch einfach mal die schönen Animationen, die wir ja schon überhaupt nicht oft gesehen haben und die wir gar nicht kennen. Und hoffen einfach mal, dass das funktioniert. Müsst ihr auch bald wieder. Ja, war das jetzt Doppelstarts, überlege ich gerade. Beim Wash-Shop-Programm waren einige Doppelstarts dabei. Aber erst gegen Ende. Wie gesagt, da brauchen wir ja noch die bessere Rakete dafür. Ich hoffe, die geht auch dafür, weil da steht bemannte Rakete. Aber die hat er uns ja vorgeschlagen gehabt, oder? Von daher sollte das ja, denke ich, funktionieren. Jetzt ist die Frage, wir könnten vielleicht nochmal unsere Flugzentrale ausbauen, dass wir mehr Leute haben. Um, ja, wie gesagt, mehr Programme gleichzeitig laufen lassen zu können. Aber wie gesagt, da muss man natürlich auch dementsprechend trainieren. Das ist natürlich. Wobei wir das natürlich schön parallel machen könnten. Wir könnten auch erstmal nur 2 Programme laufen lassen und dann noch eine ganze Zeit lang die anderen trainieren. Schauen wir mal. Vielleicht machen wir das tatsächlich. Würde, denke ich, vielleicht sogar Sinn machen. Und momentan läuft es ja echt gut, das Ganze. So, die haben sich auch nochmal. Oh, hier hat sich gut verbessert bei Network. Unsere Piloten haben sich auch nochmal gut verbessert. So. Prestigegewinn 8000. Boah. Okay, das. Oh. Mit Rückflug sogar. Okay. Na gut, klar, die Probe muss ja irgendwie auf den Boden kommen. 14 Stages mit nicht wirklich guten Leuten. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Also wenn das was wird, dann freue ich mir. Und zwar richtig gewaltig. Jetzt ist die Frage, kann man eigentlich anhand der Länge der Stufen hier irgendwie sehen, ob das eine langes ist, ob das kurz ist? Wäre eigentlich interessant, ne? Aber ich vermute das nicht. Ich glaube eher, es ist so der Abschnitt, wo das Ganze passiert. Aussetzen der Sonde.
ist wirklich eine wunderschöne Rakete. Mir gefällt die. So rein optisch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich wirklich drin, mit drin fliegen wollte, aber sie gefällt mir. Statt hineinschießen was anderes gelesen. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was, wenn man hier die beiden Buchstaben ein bisschen vertauscht. Hineinschießen eine translunare Umlaufbahn. Okay, ist in Ordnung, ja. So, Anflug auf den Mond. Experimente. Ah ja, da geht's langsam los. Ja. Ah. Wir müssen natürlich nicht schaffen, dass das Ganze uns misslingt. Ich glaube, es gab 6000 Prestige. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie viel Abzug wir da bekommen. Wenn es nicht klappt, da habe ich leider nicht drauf geachtet. Also rein aus meinem Kurzzeitgedächtnis raus würde ich jetzt sagen, es war gar nicht so viel, aber ich möchte auf mein Kurzzeitgedächtnis nicht unbedingt vertrauen. Es ist nicht immer das Beste. So, nochmal 16.000. Die Geldmittel reichen nicht aus. So, schön, da geht's schon los. Also wenn nochmal was passiert, dann werden wir ein Problem bekommen. Dann müssen die irgendwie ohne uns runterkommen. Und die Geldmittel, die reichen nicht aus, ist natürlich... Da müssen wir jetzt fast mal irgendwie eine Runde entweder was machen, was absolut zuverlässig funktioniert, oder vielleicht gar nichts machen. Dass wir da wieder ein bisschen Geld aufbauen können. Nicht so wie... Ah, wir hatten noch vorhin 40.000... Ja, wenn man halt immer 16.000 oder 20.000 ausgeben muss, ne, das ist... wird's halt teuer mit der Zeit. 8.000 Prestige. Wahnsinn. Wahnsinn. Und wir haben einen großen Schritt vorwärts gemacht, um auf dem Mond landen zu können. Also von den Badges her hier zumindest. Weil man braucht ja gewisse Voraussetzungen, damit der Abzug nicht so groß wird, falls man es nicht schafft. Und da ist man gerade richtig, richtig gut dabei. Erforschung von Mikrometeoriten im Mondorbit. Mondorbiter. Wir haben schon Mondproben genommen. Also von daher, ne? So, 27.000 Hammer. Ah, das sollte nicht schief gehen. So, und dann sind wir wieder am Ende von der Folge schon. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge mal an, was wir noch alles machen können. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.